Jo Leute, was geht ab? Sepp am Start mit einem weiteren Trainings-Voice-Over. Falls euch dieses Format gefällt, dann lasst es mich in den Comments unten wissen. Ja, zum Thema rumänisches Kreuzheben. Für den Beinbizeps oder für die Hamstrings, Beinbizeps ist einfach nur die Oberschenkelrückseite. Und das ist somit meine Lieblingsübung oder meine favorisierte Übung eben für den Beinbizeps. Ich würde noch sagen, okay, die einzige Übung, die noch fast genauso gut wäre, wäre Glute Ham Raises, aber da wir hier keine Glute Ham Raise Maschine haben, ja, mache ich meistens immer rumänisches Kreuzheben, gefolgt von ein, zwei Sätzen an der Beinbeugermaschine. Warum ich das mache, also warum, welche anatomischen Vorteile das hat, wenn man beides macht, da kann ich mal ein separates Video dazu machen, aber in dem Video soll es wirklich nur ums rumänische Kreuzheben gehen. Ihr habt hier, ihr seht eher erstmal meine Aufwärmsätze. Und zwar, glaube ich, gestartet mit 60 Kilo, dann 100 Kilo, hier 140 Kilo. Wichtig wäre anzumerken, dass das kein gestrecktes Kreuzheben ist. Also, wie der Name schon verrät, gestrecktes Kreuzheben, sind die Knie, also sind die Beine, natürlich beim gestreckten Kreuzheben vollständig gestreckt. Wer hätte das wohl gedacht? Beim rumänischen Kreuzheben sind sie halt eben nicht vollständig gestreckt. Und die Position der Langhantel ist auch ein bisschen verschieden. Also beim rumänischen Kreuzheben versuchen wir die Hantel so nah am Körper wie möglich zu führen und legen sie auch nicht ab. Beim gestreckten Kreuzheben legen wir die Hantel ab und die Hantel ist tendenziell ein bisschen weiter vorne. Ein bisschen weiter vorne. Ja, und das hat die Folge, dass ein bisschen, dass der Fokus der Übung ein bisschen verlagert wird. Also beim rumänischen Kreuzheben haben wir sehr viel mehr Hamstring, also Beinbizeps, und beim normalen gestreckten Kreuzheben halt relativ viel Gluteus, also Hintern. Das sind eigentlich die großen Unterschiede der zwei Übungen. Rumänisches Kreuzheben an sich ist relativ leicht erklärt. Also man nehme eine mit Gewicht beladene Hantelstange oder man könnte es auch mit Kurzhanteln machen und dann beugt man sie eben so weit vor mit möglichst geradem Rücken, bis man den maximalen Stretch, die maximale Dehnung im Beinbizeps spürt und dann versucht man eben wieder in die aufrechte Position zu kommen. Die Arbeitssätze, die ihr hier seht, sind glaube ich mit 160 Kilo, wenn mich nicht alles täuscht. Ich mache sie manchmal schwer, ich mache sie manchmal leichter, dafür natürlich mit ein bisschen mehr Volumen. Wie die Ludolfs, die essen ja auch manchmal Nudel kalt, manchmal Nudel warm. Schreibt mal in die Comments, wer die Ludolfs noch kennt. Zum Schluss will ich noch einmal auf den Rücken eingehen, weil wie ihr seht, ist es eine Übung, wo man sich auch mal schnell ein One-Way-Ticket zu Snap City holen kann. Also kurz gesagt, man kann sich im Rücken schon relativ schnell verletzen, wenn man eben nicht weiß, was man tut. Dabei ist es nicht mal entscheidend, ob wir einen Gürtel benutzen oder nicht. Viel entscheidender ist die richtige und korrekte Atmung. Und zwar atmen wir nicht in den Brustkorb ein, sondern in den Bauch. Also wir holen so viel Luft, wie wir nur können und drücken dann mit dieser Luft den Bauch so hart, wie wir können, gegen den Gürtel. Und durch den so erzeugten Druck ist man auf jeden Fall bestens geschützt, damit man diese Übung auch lange verletzungsfrei ausführen kann. Und ohne Gürtel funktioniert das im Prinzip genauso. Also in den Bauch einatmen und eben versuchen, einen 360-Grad-Druck zu erzeugen. Falls ihr ein separates Video zum Thema Atmung haben wollt, dann, wie immer, schreibt es in die Comments. Ich persönlich habe es jetzt auch nicht so gut hinbekommen, weil ich halt eben schon ziemlich erschöpft war von den ganzen Squats, die ich davor gemacht hatte. Außerdem hatte ich meinen Kopf viel zu sehr überstreckt gehabt bei den ersten Sätzen. Also hier seht ihr, dass ich versuche, meinen Kopf in einer Linie mit meiner Wirbelsäule zu halten, nachdem ich die Videos mir mal angeguckt hatte. Normalerweise mache ich das eigentlich nie, aber ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Ich sehe auch schon, mir geht das Footage aus, also wenn euch das Video gefallen hat, dann kommentieren, abonnieren und mit euren ganzen Freunden sharen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen extrem geilen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video.